Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen auf Shorty's Astrobase. So, der Mars ist dieses Jahr sogar im Winter noch relativ hoch am Himmel zu sehen und ich habe mir gedacht, machen wir einfach nochmal eine Aufnahme. Wir hatten ja schon eine schöne Aufnahme von Mars dieses Jahr, aber ja, warum nicht auch eine zweite? Wie immer das Telestron Nexstar 127 SLT und meine ZWO ASI 120 MC. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Ich schalte um auf Rotlicht und los geht's. So, Mars ist im Blickfeld, erste Aufnahme läuft. Ich werde ein paar Aufnahmen machen und wir sehen uns dann zum fertigen Ergebnis bzw. zur Bearbeitung am PC. So, damit sind wir jetzt am Rechner. Ich habe schon mal PIP geöffnet und was ich jetzt in PIP machen werde, das hier ist die Aufnahme, die ich für das Stacking verwenden werde. Und der hier, also die Aufnahme liegt ziemlich ruhig schon in der Mitte, aber manchmal hat man halt das Problem, dass die Planeten so leicht durchs Bild wandern. Und PIP macht im Prinzip eines, das zentriert das Ganze. Ja, also hebt dieses durchs Bild wandern auf und zentriert das Ganze. Ich zeige es euch gleich mal. Wir öffnen mal die Datei, die ich gerade hatte. Das war die 22.44 Uhr. Aufnahme. So, wichtig bei PIP ist auch, wenn ihr Planetenaufnahmen bearbeitet, dass ihr hier bei Optimize Options 4 auf Planetary geht. Dann stellt PIP schon mal ganz automatisch optimale Optionen für Planeten ein. Was auch wichtig ist, ist hier die Größe der Aufnahme, also die Pixelgröße 800x608. Und zwar ist es gut, wenn man hier unter Processing Options bei Cropping genau diese Auflösung wieder einstellt. So, Moment. Das war 800. Und 608. So. Damit haben wir dann schon mal die Auflösung eingestellt. Ach so, ja, PIP macht nebenbei noch so ein kleines Vorschaufenster auf hier. Das brauchen wir aber nicht. Das können wir wieder zumachen. So, das war es im Prinzip schon. Bei Output Options bitte darauf achten, dass das Ausgabeformat AVI ist. Und hier bei AVI File Options das unkomprimierte RAW-Format eingestellt ist. Dann können wir auf Do Processing gehen. Start Processing. Und dann macht er genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe. So, das war's schon. Er legt mir einen neuen Ordner an und in diesem Ordner haben wir jetzt das Video, was wir zum Stacken verwenden. Und wie ihr seht hier, das ist jetzt genau zentriert. Und so sieht das dann auch aus, wenn man eine Aufnahme hat, wo der Planet ursprünglich irgendwie durchs Bild wandert. So, gut. Das war's in PIP. Der zweite Schritt ist jetzt Auto-Stackert, um das Ganze zu stacken. So, wir öffnen die Datei, die mir PIP gerade erstellt hat. Wo ist er? Hier. So. Und wir lassen das Ganze mal von AutoStackert analysieren. Und das sieht ganz gut aus. Der erste Teil des Graphen hier sieht ganz gut aus.
Ich würde mal sagen, die 15% hier lassen wir stehen. Das heißt, dass er 15% der guten Bilder hier stackt. So, dann gehen wir mal auf Place AP Crit. Damit setzt er die Punkte, die er fürs Stacking verwendet. Und dann brauche ich nur noch auf Stack gehen. Und dann sollte er das theoretisch getan haben. So, das war's schon in Auto-Stackert. Genau, jetzt hat er mir einen neuen Ordner eingelegt. Und hier haben wir das fertig gestackte Bild. Sieht tatsächlich schon mal gar nicht schlecht aus. So, der letzte Schritt ist jetzt das Schärfen. Und das Entrauschen, und das mache ich mit 3D-Stacks 6. So. Auch hier lasse ich eigentlich die Default-Einstellung. Ich öffne nur das Bild, was mir Autostackert gerade rausgeschmissen hat. So, und das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Dann haben wir hier die Einstellung für Entrauschen und Schärfen. Hier nutze ich nur Layer 1 und 6 eigentlich. Die anderen, die kann ich, da kann ich den Haken rausmachen, die brauche ich nicht. Und dann braucht ihr hier ein bisschen Feingefühl. Bei Mars und Jupiter kann ich den Reiter immer ganz nach rechts ziehen beim Schärfen. Bei Saturn so auf ja, 75% in etwa. Und jetzt schärfen wir das Ganze mal ein bisschen. Dreimal dürfte reichen. Genau, dann entrauschen wir noch. Gut, das sieht schon mal ziemlich nice aus. Nehmen wir den Kontrast mal noch ein bisschen hoch. Und die Helligkeit, upala, vielleicht ein bisschen nach unten. So, das sieht schon mal gut aus. Wenn ihr jetzt den Jupiter zum Beispiel habt, wo ihr verschiedene Farben habt in den Wolkenbändern, dann könnt ihr das Ganze noch hier mit zum Beispiel RGB Align. Ne, das war's nicht, halt. RGB Balance. Ja, genau. Dann könnt ihr hier das Histogramm noch ein bisschen anpassen lassen. Ich weiß nicht, was jetzt bei Mars funktioniert. Ja gut, nee. Ist nicht so, ne? Und dann, ja, da könnt ihr auch die Farben noch ein bisschen anpassen. Brauche ich jetzt hier aber in dem Falle nicht. Das gefällt mir soweit ganz gut. Am Ende gehe ich hier noch auf Do All, denn erst dann wird das alles im Bild gespeichert. Und wir speichern das Ganze ab unter Mars. So. Damit haben wir jetzt ein schönes Bild von Mars. Wenn ich jetzt ein bisschen reinzoome, dann seht ihr hier, dass ihr hier noch ein paar sehr hässliche Gradienten habt am Rand. Das könnt ihr am Ende noch mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, welches auch immer, ob ihr da Photoshop verwendet oder GIMP oder Lightroom, keine Ahnung. Und ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt, ohne dass ich es aufnehme. Und ja, wir sehen uns dann zum fertigen Bild. Bis gleich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Ansonsten schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei auf dem Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen.